Die Theatergruppe Kulturverein lud zur Premiere von Minister gesucht. Es war auch diesmal eine gelungene Vorstellung mit wiederum sehr ambitionierten Künstlern. Dann hat er zu mir gesagt, schaukel meine Frau nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, ich bin das Traumenlein. Also da hat er gesagt, ja. Also, und dann hat er zu mir gesagt, dass eine große Chance besteht, dass ich das nächste Traumenlein mache. Also eine große Chance besteht, dass ich der nächste Arbeitsminister werde. Oh, Richard! Da bitte, ich mache mir keine übertriebenen Hoffnungen. Aber mag sie dir, mach bloß nicht, mein Sohn, es kommt. Mag sie dir. Glaub mir, du wirst es, ja? Ja. Du wirst es, ja? Was darf man sich denn von diesem Stück erwarten? Dieses Stück ist ein zeitloses Stück. Es wurde 1962 vom ORF produziert. In einer wunderschönen Besetzung mit Elfriede Ott, Fritz Eckhardt und Ernst Waldbrunn. Dieses Stück könnte jedes Jahr neu aktualisiert werden. Wir haben es für 2012 aktualisiert und ich glaube, es wird ein großer Erfolg werden. Naja, warum soll es Ihnen gegenüber eigentlich nicht zugeben? Ja, es ist ein neuer da. Aha. Ein wundervoller Mann. Hugo heißt er. Wollen Sie auch ein Stück? Von Hugo? Na danke, gehört schon wieder. Ich muss sagen, es ist sehr lustig und irgendwie erinnert es mich an die tatsächliche Politik. Fühlt man sich hier in irgendeiner Form angesprochen? Nein, es heißt ja nicht Bürgermeister gesucht, sondern Minister gesucht, damit kann ich leben. Elegant, gescheit, ein reifer Mann. Wie reif? 50? Nein, weit weniger. 40? Ein bisschen mehr, 46 hat er gesagt. Schon über 50. Es ist eine Mischung zwischen Theater und täglicher Realität. Daher wahrscheinlich für einen Politiker von einer ganz anderen Seite gesehen und total unterhaltend. Nein, das brauche ich für die Wirtschaft. Ja, ich gebe dir dann schon, also gib mal Ruhe jetzt. Also da hat schon immer Ruhe, ja. 2000 Euro, gib mal Ruhe. Also du redest mit mir, als ob du mir was schenken tätest. Dabei ist das nur ein kleiner Vorschuss, ja, auf meine Spesen. Könnte man jetzt sagen, dass das ein kleiner Leitfaden ist, wie man Minister wird in Österreich? Ja, wenn man sich ein bisschen genauer in das Stück vertieft, dann könnte es ein Leitfaden sein, gilt aber nicht für einen jeden. Ich sehe den nächsten Opernball vor mir. Familie Stapler wird die Oper betreten, die Leute in den Logen werden sich erheben und werden rufen, Hochstapler! Wie lange jetzt gespielt werden? Wir spielen drei Wochenende, drei Tage, also 9-mal. Nachdem wir voriges Jahr mit unserem Stück so einen Erfolg gehabt haben, haben wir ganz einfach gesagt, okay, 6 Tage ausverkauft, vielleicht könnten 9 Tage ebenso sein. 3000 Euro oder 2 Wochen Arrest? Frau, wenn Sie mich fragen, nehmen Sie den Arrest. Die Frau von einem Minister sperrt die Nägel. Aber